Da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Idle Champions of the Forgotten Realms. Ich habe gerade mal beschlossen, wir gehen hier jetzt, auch wenn wir eventuell noch weiter kämen, so bis 150. Und das reicht mir dann, glaube ich. Dann resetten wir mal, weil ich würde jetzt wirklich ganz gern langsam mal in die neue Kampagne reingucken. Und ist dann halt auch irgendwann einfach mal gut. Ich meine, da mach ich halt am Ende. Ich meine, vermutlich kann ich eh nicht genug Favor farmen, um das 175er zu schaffen. Aber dann ist das halt so. Ob wir jetzt irgendwie bis 150 oder 170 laufen, macht dann zwar schon nochmal einen Unterschied, aber es ist mir im Moment gerade einfach total egal. Und wenn es am Ende nicht reicht, dann ist es halt bedauerlich. Aber passiert dann. Ah, jawohl. Oh, gleich noch ein Ründchen Sport, habe ich fast Bock drauf. Auch schon wieder saukalte Hände. Das ist einfach nicht normal. Caterbury's Ultimate Attack. Schießt 6 Pfeile auf einmal. Jeder Gegner, der von ihrem Bogen getroffen wird, kann gecrittet werden. Was? Can be crit by all champions. Okay. Das ist nett. Kriegen einfach allgemeine, also sämtliche Champions kriegen quasi für 30 Sekunden die Crit-Chance für den Gegner, die eigentlich Caterbury hätte. That's something. Wie gut, dass mein Sofa gar nicht unaufgeräumt ist oder so. Nein, nein. Oh Gott, das wird vom Couch Crash Festival auch wieder total der Akt, diese ganze Bude auf Vordermann zu bringen. Aber ist auch nicht. Also, so viel ist es halt auch nicht, aber so einen Nachmittag ist man halt schon beschäftigt. Mit irgendwie aufräumen und einmal gründlich sauber machen und abwaschen und hier und da. Und wirklich alles so in den. Ja, okay, es können tatsächlich Gäste kommen und hier übernachten, Status bringen, zubringen. Irgendwie so. Stimmt nicht so viel wie für einen Umzug? Nein, das stimmt. Das definitiv nicht. Was war das denn gerade? Nein, definitiv nicht so viel wie für einen Umzug. Aber zum Glück habe ich so schnell auch nicht vor, umzuziehen. Also von daher passt das schon. Yay! Das Sentry Achievement. Hey. Sentry Achievement. Kann ich mir eigentlich im Timegate das Achievement von Caterbury angucken? Nee, ne? Also ich kann mir denken, was es ist, aber das kann ich mir jetzt wahrscheinlich bei den Achievements irgendwo angucken. Vermutlich. Bei den Erfolgen direkt. Ah, im Event-Tab dann, okay. Ah, okay, und das ist dann in der jeweiligen Kampagne. Und das wird die hier sein? Nee. Warum? What? Oh Gott, weil ich die Kisten aufgemacht habe, ist einfach jedes. Oh Gott, ja, okay. Gut, dann scrollen wir erstmal durch und gucken, wo wir Caterbury haben. So. Welches ist denn das? Welches Event? Ah. Das, wo wir nur ein Achievement haben. Get 5 critical strikes in a row. Okay, das ist halt einfach luck-based.
Also das passiert irgendwann einfach automatisch. Spätestens, wenn man sie genug hochgelevelt hat und die Crit-Chance hoch genug ist. Ja gut. Entspannt. Oh nein, ich hatte vergessen, dass es das Vieh ist. Wobei, es geht eigentlich total. Es ist halb so wild. Auch für Merv einen Luck-based Erfolg? Ich will ihn noch nicht wissen. Merv's Broken RNG? Okay. Gott, Merv ist womit bei? Direkt richtig geraten. Complete 200 consecutive areas with Melf's Speedy Supplement providing the same buff. Oh wow. Das ist halt wirklich richtig hart random. Oder? Warte mal, ich weiß die Fähigkeit von Melf gerade nicht mehr aus dem Kopf. Komplett. Oder kann man das irgendwie so hintricksen, dass das immer das gleiche ist? Ah nein, Moment, das hält ja dann immer 50 Areas an, ne? Oder hältst du nur 25? Ne, 50 ist das immer, ne? Für die nächsten 50. So war das. Na gut, dann ist es nicht ganz so dramatisch, aber immer noch random genug. Nun denn, so, wir kriegen, ja, wir könnten halt wahrscheinlich noch 10 Areas gehen, aber nein, scheiß drauf, das dauert mir jetzt einfach zu lang. Zu ungeduldig. Möchte gerne in die neue Kampagne reingucken. Auch wenn wir damit Timegate-Zeit verschwenden, aber egal. So, geht davon aus, dass wir hier massiv auf den Sack kriegen und nichts schaffen. Abgesehen davon können wir bei den Favors auf jeden Fall. Wie hieß das Ding? Oral? Ja. Oral. Schon mal in die Stats mit reinnehmen. Okay, passenderweise, wenn es Icewind Dale ist, auf jeden Fall sehr frostig. Wir starten direkt mit Elementals. Okay, spannend. Pira meinte, Area 2 geht schon nicht mehr. Mal gucken. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir wahnsinnig weit kommen. Ich bin überrascht, dass ich... Wobei doch, also sie kamen, glaube ich, bis 4 oder 5. Aber ich denke mal, viel weiter werden wir hier auch nicht kommen. Sind halt einfach massiv zu low für den Content eigentlich. Glaub doch mal an dich. Nein, auf keinen Fall. Warum sollte ich? Ja, gut, ich sehe das Problem. Also wir müssten halt locker irgendwie auf Level 1 50, wahrscheinlich eher 100 Gold farmen. Um halt einen zweiten Champion an Land zu kriegen. Und ein bisschen mehr Click-Damage. Wäre sinnvoller als Celeste? Ja, ich glaube, es ist halt beides ganz nett, glaube ich. Also ich hätte gern beides. Ich hätte gern Celeste zumindest auf dem Feld, damit wir halt eine Attacke mehr haben. Und halt grundsätzlich mehr Klickschaden, das ist halt nicht verkehrt.
Für Area 4 brauche ich Celeste und eine Yili. Ja, gut. Also wir werden hier wahrscheinlich mit 0 Favor resetten oder so. Aber können wir jetzt schon mal in die Blessings gucken? Können wir. Voll gut. Das ist das, was ich eigentlich machen wollte. E13, 5 E13 fürs Erste. Das ist dann auch für mich, also es ist auch tatsächlich das Einzige, ne? Mehr existiert hier im Moment noch gar nicht. Increase the damage of all champions. Okay, pretty basic. Increase the damage of champions in the back 3 columns. Okay, also einfach mal so für die halbe Formation. Für mehr als die halbe Formation, aber okay. Nett. Und Companions of the Hall kriegen einen Buff. Okay. E19 brauchst du für das dritte am Ende? Also um das auszumaxen, meinst du? Ja, ich glaube E13 ist erstmal so das Relevante. Aber das wird halt auch noch Ewigkeiten dauern. Also ich will jetzt wirklich nur mal kurz reingucken und dann... Aber wir haben zumindest Celeste auf dem Feld. It is something. Dann gucken wir doch mal, ob wir Area 2 schaffen. Kriegen wir da 2 Gold? Tatsächlich. Nicht, dass es bei dir so schwer wirkt. Naja, ich hab halt... Ne? Bist du bis 49 durchgeeidelt? Ja, du wirst aber auch einfach mehr Blessings aus den anderen... Achso, warte mal, was ich gerade noch machen könnte. Ja, wobei, das haben wir schon umgestellt. Du wirst einfach mehr Blessings aus den anderen Kampagnen haben und einfach mehr Patron-Perks, würde ich mal schätzen. Selbst eine Kiste sollte gut Gold geben. Gucken wir mal. Haben wir genug Silver Chests? Achso, eine reicht mal. Wir haben noch total die Catty Bree Kisten. Wow, 67 Gold. Geil. Wir müssen aber mal total die Catty Bree Kisten noch nochmal aufmachen. Ja, okay. Gut, jetzt haben wir dann die Modron Kiste mal automatisch aus Versehen aufgemacht. Passiert. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal Teile für Modron. Können damit halt nichts anfangen. Wow, das ist halt richtig gut. Macht halt überhaupt keinen Bonus, aber ist halt auch undirected. Gut, gut, dann, ja, passiert. Eigentlich wollte ich die aufmachen. Und nochmal 64 Gold. Geil. Aber jetzt haben wir zumindest volles Equipment für Catty. It's something. Also Draki, du kannst halt nicht original in allem schlechter sein und es geht bei dir trotzdem leichter. Also irgendwas passt da halt nicht. Also ich sehe nicht, dass wir hier bis 49 durcheilen, um ehrlich zu sein, aber gucken wir mal. Okay, die Riesen sind sehr riesig. Aber eigentlich ganz cool, dass sie so groß sind. Also dass sie halt wirklich so absurd groß sind. Für die Frost Giants passt das schon. Von Cotton im Entertainment hat auch so einen Bart. Du meinst, oh Gott, wie heißt er denn? Garen war oder so? Der hat auf jeden Fall so einen massiven Rauschebart.
Gut, jetzt haben die hier natürlich alle gerade keinen Bart, aber... Okay. Dein Bruno hat 3 Shinies, vielleicht half das. Möglich. Mein Favor ist doch nur E11, E10, E9, E10. Der Punkt ist, du hast einfach bei Torms deutlich mehr. 10, wait, what? 11, 10. Also du wirst bei Torms einfach das haben, dass die Distractions da mehr bringen? Weiß ich nicht. Jetzt läuft es tatsächlich erstmal einigermaßen, ja. Start war ein bisschen holprig, aber ja, mal gucken, wie lange, ne? Also. Aber wobei, es geht tatsächlich einigermaßen. Ist nur das T2 dort, okay. Ach, keine Ahnung. Wer auch immer hier handwerkt, dieses wie dumpfe, bassige Brummen im Hintergrund ist wieder da. Das hört ihr zwar nicht, aber ich finde es super nervig. Es ist halt so dieses Standardgeräusch, wie wenn irgendwie das Auto von einer Müllabfuhr vor eurem Haus idelt. Das die ganze Zeit im Hintergrund ist super anstrengend irgendwann. Es ist halt schon irgendwie so White Noise, aber so... Ja, können wir es vielleicht nicht machen? Das wäre super. Schiebst es auf deine Shinies. Naja, prinzipiell müsste es halt eigentlich eher irgendwas sein, was mehr Gold bringt, weißt du? Am Schaden von Bruno hat es halt nicht gehapert. Ich hatte halt nur nicht genug Gold, um Celeste aufs Feld zu kriegen. Aber keine Ahnung, also... Ich weiß es nicht. Naja, also an sich, klar, kriegst du mehr Goldbonus von Patron Perks und Modron, aber wenn er Modron nicht freigeschaltet hat und bei Merd noch weniger Perks hat als ich, kann es das ja auch nicht sein. Achievements bringen auch nur Damage-Bonus, keinen Gold-Bonus. Wie viel Favor würden wir jetzt kriegen? Einen. Ah. Ist dann im ersten Freeplay bis 99 gespielt, okay. Ein ganzer Favor, ja, ja, ist auf jeden Fall besser als ein halber. Es ist quasi 1E0. Macht das Sinn? Das macht total Sinn, oder? Das macht total Sinn. Mathematisch korrekt, würde ich sagen. Achso. Wobei mit 5... Na, scheiß auf die Loot-Sacks. Passt schon.
Das passt schon. Aber geht echt irgendwie nach dem holprigen Start deutlich besser als gedacht. Bin halt irgendwie davon ausgegangen, dass halt so irgendwie Area 5 Schicht im Schacht ist. Aber gut, läuft das ein bisschen. Finde ich in Ordnung. Kann man total machen. Sollten wir vielleicht mal ansatzweise sowas wie eine Formation bauen. Gott, Lag. Nicht doch. Kannst du bitte keinen Flächenangriff machen? Ja, friss das. Ich habe da noch nicht so viel Heilung. Also eigentlich gerade gar keine. Die Bosse sind lästig, besonders der auf 50. Mal gucken, ich bin gespannt. Ich finde es schön, dass man manche Monster einfach nicht killt, sondern sie einfach umdrehen und gehen. Sie kriegen halt aufs Maul und dann so, ja, okay, nee, danke, reicht. Ich hau da mal ab. Hier wäre es wahrscheinlich fast erstmal sinniger, Jar reinzunehmen, ne? Einfach für mehr Goldbonus. 10% Goldfeind haben oder nicht haben, weißt du? Wir könnten halt Total Killag einsetzen für Healing, wenn nochmal irgendwas Flächenschadenmäßiges kommt. Müssen wir tatsächlich mal gucken. Die Potions immer für besondere Situationen, die nie kommen. Das erinnert mich total an Crusaders. Wo man anfangs auch gedacht hat, ah, ich heb die ganzen Buffs besser auf. Und dann hat man sie halt nie wirklich gebraucht, außer in seltenen Situationen, als es dann irgendwann mal oh Gott, wie heißt es denn? Wie hieß denn dieses Buff-Stacking-Talent? Ich hab's schon wieder völlig vergessen. Lingering Buffs. Also als es dann Lingering Buffs gab, da hat man das vielleicht hier und da mal genutzt, aber ansonsten, also, da hatte man dann auch meistens schon irgendwie mehr als genug. Ey, wir würden immerhin schon 3 Favor kriegen. Das sind 2 mehr als eben. Bei 100 resetten, erstmal auf 100 kommen. So wirsch, ne? Möchtest du hier nicht erstmal stellvertretend als Main stehen? Wär das nicht eine Option? Hat man für Firebombing Lingering Buffs verwendet? Weiß ich gar nicht mehr. Kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Also mag sein, aber...
kurz ein bisschen Licht in die Bude hier lassen. Ja, für Firebombing eben. Firebombing hat ja schon 1% Schaden gemacht. Hey, Segmented Health. Gott, ich liebe Jar ein bisschen dafür, dass der standardmäßig von hinten angreift. Das ist bei sowas einfach so gut. Brauchen das tanzende Glumanda? Nicht jetzt. Also ja, wahrscheinlich brauchen wir das, aber mir ist das in den BTT-Settings gerade zu umständlich rauszusuchen. Wenn die halt jetzt leicht zugänglich wären, würde ich das sofort machen, aber das ist immer total der Krampf bei den Dingern. Der Song macht mich einfach viel zu fertig. Aber läuft jetzt in der Tat relativ flockig, ne? Also, mal gucken. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich bin versucht. Ja, scheiß drauf, wir nehmen den Large. Passt schon. Haben wir ein bisschen Speed dran. Ist eigentlich totale Verschwendung hierfür, aber wir machen das mal. Eine Medium hätte halt völlig gereicht, weil wir halt im Leben keine Stunde mehr an dem Teil spielen. Aber gucken wir mal. Den Slowdown. Ja, also ich meine, die Sache ist halt, also Bruno hat bei mir auch genug Schaden gemacht, um halt zu Insta-killen, aber er hat halt einfach nicht schnell genug angegriffen auf Level 2, um die halt wegzukriegen, weißt du? Genug Schaden hat er wohl gemacht, aber oder hat er nicht Insta-killed auf 2? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Falls er nicht Insta-killed hat auf 2, dann kann es das gewesen sein. Dann kann es das wirklich gewesen sein. Müsste ich jetzt in der Aufnahme nachgucken. Weiß ich spontan nicht. Aber das wäre tatsächlich eine Option. Er hat Insta-killed? Okay. Dann weiß ich auch nicht. Hoffst du, sie fixen Modron jetzt mal endlich? Naja, übers Wochenende wohl kaum. Also, ich weiß gar nicht, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, es ist doch jetzt auch nur ein Hotfix irgendwie drin, weil es ja jetzt irgendwie das Modron Founders Pack bla irgendwie gibt im Shop für echt Geld und der Buff, den man damit kaufen kann, hat dann irgendeinen Bug verursacht, wodurch Modron unglaublich stark wurde oder so? War es so? Ich bin mir gerade nicht 100% sicher.
An sich ist es kein Bug, aber die Upgrade-Kosten waren über 100% gelowert. Oh, okay. Negative Preise. Nun. Konntest Gold machen, indem du Champions gelevelt hast. Okay. Klingt nach einem Code einen typischen Fehler. Quantum Entertainment war einfach blöd, haben nicht drüber nachgedacht, das war das Problem. Ja, klingt typisch. Oh hey, eine Frostwand. Ah nein, oh Gott. Ja doch, es sind Frozen Chairs. The fuck. So könnte man sich somit praktisch E308 Gold und E100 Favor holen? Ja, okay. Anstatt einfach zu sagen, hey, der Buff trifft die beiden Nodes nicht, haben sie jetzt kurzfristig einfach... Ja, okay. Ja, okay. Anstatt einfach zu sagen, dass der Buff multiplikativ wirkt statt additiv, also... So. Hätte ja auch völlig gereicht. $17,50 für einen Familiar und 7 Timegate Pieces. Nice. Das Package hatte ich neulich auch irgendwo gesehen. Welches war das doch gleich? Er wirkt Multi? Wait, what? Wenn er Multi wird, kann es aber nicht über 100% sein. Nee, 95% mal 50... Achso. Ja, doch. Natürlich. Ja, Entschuldigung, gerade. Ja, Entschuldigung, es ist... Ich weiß auch nicht, was ich da gerade gerechnet habe, aber ja, es macht vollkommen Sinn, dass er auch mit Multi über 100% geht. Sie hätten halt einfach simpel einen Softcap einbauen können. Also irgendwie, keine Ahnung, Buffwert X kann, egal wie es verrechnet wird, nicht über 99% gehen. Punkt. Okay, du bist anstrengend. Solange man kann... Ah, wobei, wir haben eine Yili vorne, die kann ein bisschen tanken. Ja, läuft. Fett. Und dann machen wir weniger Schaden. Lollipop Max, vielen, vielen Dank für den Prime Sub. Danke schön. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir beim 50er voll auf den Sack kriegen. Bis dahin sind auf jeden Fall unsere Ultis wahrscheinlich nicht runter, oder? Ich habe da so eine Befürchtung. Wobei doch, könnte gerade so klappen. Der Boss ist nur komisch. Okay. Gucken wir mal. Die Minions sind erstmal easy. Der ist einfach sehr... Er sieht auf jeden Fall... Ja, gut. Läuft bei ihm auf jeden Fall.
Mal gucken, ob mehr Hitpoints helfen oder ob das Instant ist. Könnte reichen. Ja, easy. First try. Ja, aber geh doch. Also ich sehe nicht unbedingt, dass wir schadenstechnisch bis 100 kommen. Schon gar nicht bis 150. Wie viele Hitpoints haben die? Ich kann das so schnell nicht sehen. E17. Ah, da geht noch ein bisschen was. Wenigstens ist er nur segmented und nicht noch shielded. Das ist schon mal viel wert. Gucken wir mal. Bin ganz froh, dass die Riesen nur 3 Treffer abkönnen und nicht 5 oder so. 3 ist halt total gut machbar. Wobei inzwischen wahrscheinlich auch 5. Segmented und Shielded kommt bei Asaka noch zu Genüge. Ich freue mich. Ich freue mich ungemein. Es wird super. Habe ich Bock drauf. Vielleicht später. Mal gucken. Sind mir quasi Liebsten. Hast du sofort gute Laune. Das Einzige, was ich bislang schlimmer fand, ist, ach Gott, der Boss in, jetzt muss ich kurz nachgucken. Nee, es müsste in der 50er Boss in World of Dragons, der halt einfach mal, also der halt A, shielded ist, bis der Drache angreift, dem du halt vorher gar keinen Schaden machen kannst, und der halt einfach mal mit einem Angriff halt die komplette Formation stunt. Also quasi mit jedem Angriff die komplette Formation stunnen kann. Es ist halt super anstrengend. Der ist halt richtig nervig. Da habe ich dann auch irgendwie auf 50 abgebrochen und gesagt habe, okay, irgendwie damage-mäßig würde ich das an sich schaffen, das Adventure zu machen bis, keine Ahnung, 250 oder was ich da laufen muss. Wäre halt drin, aber der Boss ist halt so, fuck no. Lass mich hier raus. Du bist nicht mal am Zombie-Beholder vorbeigekommen? Doch, da bin ich auf jeden Fall dran vorbei. Das ging. Oder taucht er in noch mehr Adventures auf? Saka kam dir sofort MC Hams in den Kopf. Oh, nice. Das war das Achievement von Catty. Wo ist der Panzer? Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Hopelessly lost is the free plane water deep. Ja, da bin ich total durch. Plus noch 2 danach. 3 danach sogar noch. Oh, wir würden jetzt schon 460 Favor kriegen. It's something.
Sober Up hat ein bisschen was von dem einen 11th in Crusaders mit dem Drachen und dem Ritter in der Formation. Ich weiß noch total, wie das war und kann mich absolut dran erinnern, weil das auch bestimmt nicht 2 Jahre her ist, dass ich das gespielt habe. Total eine Ahnung. Apropos, für alle, die es vielleicht verpasst haben, machen wir mal ganz kurz ein bisschen Crusaders-Content. Das kann ich bestimmt einblenden. Ja, das kann ich total einblenden. Moment, ich muss es nur jetzt wiederfinden. Und zwar hatte, glaube ich, Serinda das rausgefunden. Bin mir gerade nicht sicher. Kurz Crusaders of the Lost Isles Flashback. Die Arachno Buddy MG quasi kommt jetzt. Prinzipiell bufft ja Hilde oder verstärkt Hilde eine ganze Menge Fähigkeiten von allen möglichen Champions, was auch dafür sorgt, dass Arachno seine Webblasts deutlich schneller schießt. Und ich habe mir extra nochmal Crusaders installiert, um da ein kurzes GIF von zu machen. So, Moment. Hier. Es ist zwar sehr klein, aber das ist normaler Gameplay-Speed. Es ist nicht beschleunigt. Man sieht, wie langsam der Hintergrund scrollt. Und die Formation kann prinzipiell jeder so nachmachen. Es funktioniert, wie Feuerpilz aber gerade schon richtig sagt, erst wenn man das Golden Epic für Arachno hat. Aber das habe ich mir irgendwann aus Meme-Gründen mal im Token-Shop gekauft. Und der entscheidende Punkt ist, die Gegner werden halt für 1 Sekunde gestunt, wenn sie getroffen werden. Und er schießt aber alle 0,25 Sekunden. Das heißt, sämtliche Gegner, die ankommen, werden halt einfach perma-stunt. Also ihr könnt halt, wenn das Spiel nicht crasht, halt 1000 Gegner auf dem Screen haben und sie halt einfach perma-stunt. So, es ist halt... Es ist total übertrieben. Es ist halt einfach so richtig, richtig übertrieben. Aber ja... So viel zu diesem kleinen Exkurs.